Einspieler. Wenn du deinen Namen siehst, wähle eine Stufe 3. Wähle eine Spielfigur aus. SpongeBob. Ich bin bereit. Patrick! Patrick! Oh, hallo SpongeBob. Hört ihr das an, Patrick? Einige Wissenschaftler behaupten, durch Wurmlöcher könne man Zeitreisen unternehmen. Und sieh mal, was ich habe. Einen Apfel? Haha, nicht nur irgendeinen Apfel, Patrick. Er hat einen Wurm. Und aus was kriechen Würmer heraus? Aus Wurmlöchern, Patrick. Und los geht's! Verwende den Joystick für dieses Spiel. Drücke die B-Taste, wenn du eine Frage noch einmal hören möchtest. Möchtest du einen Tipp? Dann drücke die Tipp-Taste. Runde 1. Willkommen in der Steinzeit. Hör gut zu, welche Objekte du sammeln sollst. Verwende den Joystick, um SpongeBob zu bewegen und sammle Objekte, bevor die Zeit um ist. Hilf SpongeBob und suche Zahlen, die größer sind als 411. 600, 400, 900, 927. 636. 600, 924, 340. 924, 447. ...682. Gratuliere, du hast es geschafft, bevor die Zeit abgelaufen ist. Du hast 58 Extrapunkte gesammelt. Runde 2. Hilf SpongeBob und suche Zahlen, die kleiner sind als 708. 616, 580. 616, 320, 580. Gratuliere, du hast es geschafft, bevor die Zeit abgelaufen ist. Du hast 55 Extrapunkte gesammelt. Runde 3. Hilf SpongeBob und suche Zahlen, die größer sind als 313. 703, 899, 572, 803, 572, 800, 720, 720, 733, 38, 893. Du hast alle gefunden. Mit deiner Hilfe hat SpongeBob Zahlen, die größer sind als 313, gefunden. Gratuliere, du hast es geschafft, bevor die Zeit abgelaufen ist. Du hast 38 Extrapunkte gesammelt. Runde 1. Willkommen im Mittelalter. Das Spiel möge beginnen. Formen, die dieselbe Größe und Form haben, sind deckungsgleich. Diese Formen sind deckungsgleich. Hilf SpongeBob und suche Formen, die mit dieser Form deckungsgleich sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Versuch's nochmal. 9, 10. Gratuliere, du hast es geschafft, bevor die Zeit abgelaufen ist. Du hast 74 Extrapunkte gesammelt.
Runde 2. Hilf SpongeBob und suche Formen, die mit dieser Form deckungsgleich sind. Verwende 1, 2, 3. Versuch's nochmal. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Versuch's nochmal. 10. Gratuliere, du hast es geschafft, bevor die Zeit abgelaufen ist. Du hast 57 Extrapunkte gesammelt. Runde 3. Hilf SpongeBob und suche Formen, die mit dieser Form deckungsgleich sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Versuch's nochmal. 10. Du hast alle gefunden. Mit deiner Hilfe hat SpongeBob Formen, die mit dieser Form deckungsgleich sind, gefunden. Gut gemacht. Gratuliere, du hast es geschafft, bevor die Zeit abgelaufen ist. Du hast 53 Extrapunkte gesammelt. Runde 1. Willkommen in der Zukunft. Jetzt geht's ab. Hilf SpongeBob und suche Insekten. Grasse, Biene, Schmetterling, Weinbergschnecke. Grasse, Marienregenwurm. Marienkäfer. Schmetterling. Biene. Marienkäfer. Marienkäfer. Gratuliere, du hast es geschafft, bevor die Zeit abgelaufen ist. Du hast 66 Extrapunkte gesammelt. Runde 2. Hilf SpongeBob und suche Tiere, die auf Bäumen leben. Papagei, Amsel, Affe, Amsel, Eule, Eule, Fledermaus, Seestern, Papagei, Husch. Hilf SpongeBob und suche Tiere, die auf Bäumen leben. Affe. Fledermaus. Gratuliere, du hast es geschafft, bevor die Zeit abgelaufen ist. Du hast 42 Extrapunkte gesammelt. Runde 3. Hilf SpongeBob und suche Tiere, die in einem Haus leben könnten. Mammut. Schildmaus. Papagei. Frosch. Schildkröte. Maus. Frosch. Fledermaus. Grashüpfer. Grashüpfer. Du hast alle gefunden. Mit deiner Hilfe hat SpongeBob Tiere, die in einem Haus leben könnten, gefunden. Hip, hip, hurra! Gratuliere, du hast es geschafft, bevor die Zeit abgelaufen ist. Du hast 41 Extrapunkte gesammelt. Bonusrunde. Willkommen in der Disco. Verwende den Joystick, um SpongeBob zu bewegen und sammle so viele Quallen wie möglich, bevor die Zeit um ist. Aber springe nicht auf Patrick. Jetzt geht's rund. Ha ha ha!
Du hast 18 Quallenbonuspunkte gesammelt. Du hast 592 Punkte.